Immer noch eine Caravan Hand. Jemand Bastard. Pseudo-Angie nennt sich das doch, ja. Erscheinen, ja, könnte sein. Nomad. Nomad kann richtig dick sein. Holy shit. Mir fällt gerade auf, wir wollten hier nochmal kurz so, zack, und das würde ich, glaube ich, falsch schon zu reparieren, lohnt sich. Und das Arming Sword auf jeden Fall auch. Und der hier würde ich auch sagen, dass der sich lohnt zu reparieren. Der ist 440 wert bei 40%. Würde ich mir auch mal sagen, der lohnt sich zu reparieren. So. Ich brauche, glaube ich, nicht mehr. Wie sind eigentlich die Preise? 23, ja, let's go. Brauchen nicht so viel davon. Davon würde ich auch sagen, brauchen wir nicht so viel. Jede Menge Schilde, die wir noch nicht brauchen. Die einfache, das. Du bist repariert. Kann ich noch ein Fallchen verkaufen, wenn ich das habe. Ich glaube, ich brauche nicht so viele Schilde hier. Die will ich eh nicht haben dafür, wie viel Fatigue sie kosten. Ja, wir brauchen wahrscheinlich jetzt demnächst mal richtig fette... Guten Appetit, Sono. Richtig fette Rüstungen und sowas. Und müssen da halt wirklich auf die... Und die guten Leute. Wir brauchen langsam echt gute Leute. Würde ich behaupten. Deswegen wäre die Frage, hier so ein Bastard oder so ein Nomad... Hat relativ nicht so viel HP. Wobei der hat Standard HP 50 bis 60. Aber der kann ja gut Defense haben und ganz gut Melee Skill. Deswegen würde ich mal tryouten, den da. 60 Melee Skill. Ist nicht so ein guter Roll. HP nicht gut, Fatigue okayisch. Dafür ist die Defense ganz gut und hat einen Stern. Rollt also schon mal mindestens Punkt besser. Das wäre ein Talent in, ja. Und er ist ein Drunkenbold. Macht mehr Damage, hat mehr Resolve, minus Skill. Nee, irgendwie sehe ich den nicht so richtig. Eine Karawanhand hat, glaube ich, ein bisschen zu wenig von allem. Ein Bastard wäre halt noch was tatsächlich, was wir uns überlegen könnten. Der kann allerdings auch richtig scheiße rollen. Dann werde ich mit ihm mal tryouten, würde ich sagen. Greedy. Er will mehr Geld haben, aber er ist dafür weniger. Der hat 3 Sterne Range Skill. Ach, fuck you. Ach, fuck you. Nee. Das sehe ich nicht so richtig. Die Karawanenhand kann natürlich sau viel HP haben. Oh ja. Und der Brawler kann auch sau viel HP haben, tatsächlich. Deswegen tryout mit denen auch nochmal. All kills are fatality if weapons allow it. Und er hat plus Melee Skill. Wait a second. Er hat einen okayischen Melee Skill. Der hat einen Stern in Melee Defense. Er hat schon 63 HP ohne irgendwas. Er hat Fatigue von 100 und er hat 100 Initiative. Da würde ich ja einen Nimble Tank sehen, oder? Gefühlt ist der echt gut. Als Nimble Tank. Gegen uns wurde auch, ja. Also, der sollte ganz gute Melee Defense kriegen, der sollte ganz gute HP kriegen. Ist auf jeden Fall mit einer der besten Low Origins. Er ist accustomed to combat, er hat Initiative sau gut. Nimble Tank mit Dodge sehe ich hier und Resolve 40 ist auf jeden Fall arbeitbar. Und auch 103 Fatigue, yo, let's go. Muss ich nur überlegen, wen ich dann damit ersetze. Ricky. Mal kurz auf deine Perks gucken. Du hast Brawny schon, deswegen wirst du auf jeden Fall mehr Fatigue haben. Moment, du hast aber, glaube ich, was von... Ja, du hast ein paar Stück Collapsed lang, deswegen du willst tatsächlich irgendwann mal... Du willst keine Fatigue mehr skillen. Du kriegst dann HP. Defense. Und Resolve, I guess.
So, ist die Frage. Fearsome könnte man, glaube ich, schon nehmen, ne? Bei ihm, er haut ja ein bisschen zu. Er trifft nicht ganz so gut, aber er haut ein bisschen zu. Hier müssen wir halt 900 zahlen, um ihn zu rauszunehmen. Sono hat ein Level Up, guck mal. Das hätte ich gern. Oh, plus 2 bei einem Stern ist natürlich eklig. Auch vom Wage her, aber die Anschaffungskosten immens. Ja, ich weiß. Ich weiß tatsächlich, was sollen wir denn mit Sono eigentlich machen? Sono hat okay HP gehabt. Skill, Defense, aber keine Initiative. Und kein... Uff. Ha! Er könnte eventuell ein Zweihänder werden, tatsächlich ein Zweihand-Dude. Der, glaube ich, Base-Defense ganz gut kriegt und Hit-Skill. Wenn er ein Zweihand-Dude wird, braucht er mehr Resolve. Aber ein Zweier-Roll of Resolve ist scheiße. Ein Zweier-Rolf. Blach. Ihr wisst, was ich meine. Was wollen wir dann haben? Wahrscheinlich Student bei ihm, damit er schneller levelt. Den Punkt kriegen wir theoretisch irgendwann zurück. So, als Zweihandwaffe hätten wir tatsächlich sowas wie die Two-Hand-Mace hier. Hexe, die keine Webknechts dabei hat, sondern andere Wesen. Das habe ich schon gesehen. Ich glaube, ich hatte eine Hexe, die Brigands dabei hatte schon. So. Du kriegst auf jeden Fall erstmal Ausrüstung. Du hast schon 60er. Würde ich sagen, können wir dir schon ein Schwertchen geben. Weil du damit ja eigentlich schon ganz gut hitten solltest. Schwertchen 90er, 90er, 110er Rüstung. Die können wir übrigens mal alle reparieren, hier die Rüstungen. So, jetzt repariert es automatisch. Ein Schildchen. Ein Dolchlein. Haben wir irgendwo noch Shit-Dolche? Hier haben wir noch einen Shit-Dolch. Das hat aber nur minus 4 Fatigue. Das ist so viel besser als das Arming Sword. Zumindest bei einem Early Charakter. Weil das halt 2 wenige, das macht minus 6 und macht minus 4. Und man hat halt noch Blutung dabei. Und Average Damage. Ja. Das ist natürlich die Frage, wie wir den leveln. Also, ne, bei unseren Leuten. Du bist gedrunkt gerade. Aber wir haben betrunken gekämpft. Lol. Ja, also Felix müssen wir irgendwann mal ersetzen. Würde ich sagen. 550. Obwohl der halt schon einen Overwhelm-Perk hat. Du hast zumindest keine... The Never Be of Confident Moral ist echt shit. Aber sonst hat er echt gute Werte. Ja, und dich werden wir auch mal rausnehmen müssen. Minus Fatigue bei einem Battleforge Tank ist einfach scheiße. Also Ricky müssen wir ersetzen. Sacred geht, glaube ich, noch. Also Ricky und Felix sind, glaube ich, die ersten, die wir ersetzen müssen. Wobei eigentlich auch Danjushka mit seinem Insecure ist das ein Problem, dass er sich nie gegen sowas wie Geist und sowas wird das dann problematisch. Denke ich. Ja. Ich habe halt noch jemanden, der Insecure ist, das ist so ein bisschen das Problem. Mit Sonics, aber Sonics trifft, deswegen trifft zumindest schon ganz gut. Ja, wen nehmen wir dann jetzt erstmal raus? Xeli? Irgendjemand, der gerade verletzt ist, wahrscheinlich am besten.
Schlimmster Trade ist Paranoid, dann ist aber schwerer zu treffen bei Paranoid, oder? Oder nicht? Der Einzige, der gerade content... Moment, wir können tatsächlich ja die, die permanente haben, weil es always content with being in reserve. Können wir rausnehmen, tatsächlich einfach. Und dafür ihn reinstellen. Müssen wir nur ein bisschen aufpassen und wir müssen uns überlegen, wer es ist. Haben wir hier noch mehr? Guck mal, Deko haben wir noch nicht, glaube ich. So, da haben wir jetzt einen Deko. Mal sehen, wie lange der überlebt. Dexterous und Bloodthirsty. Mit dem Schwert sollte er auch köpfen können. Minus 30 Initiative, plus 5 Melee und Range Defense und nur negative Events. Paranoid habe ich die Events noch nicht kennengelernt. Habe ich keine Ahnung von. So, und du bist ein Brawler. Bin ich gut? Ja, schon. Du hast halt gute Trades. Du hast plus 5 Skill Trade und du hast einen Fatality Trade. Und das ist eine Waffe, womit du köpfen kannst. Das heißt, wenn du Leute tötest, köpfst du die fast immer wahrscheinlich. Ja, ich habe eine Mod drin, Xan, dass ich glaube ich alle 2 Tage Events kriege, statt alle 3 bis 4 Tage. Ich glaube, Durchschnitt ist 4 Tage. Ich glaube, ich habe jetzt alle 2 Tage im Durchschnitt. Ja, und du hast halt schon ein bisschen Defense. Du hast halt einen Nimble Tank. Du hast auf 4 HP, Initiative und einen Sterne Defense. Deswegen wirst du wohl ein Nimble Tank Deko. Würde ich mal sagen. Ich habe übrigens noch was zum Verkaufen, sehe ich gerade so. Ja, zack, zack. Auf Bowls, das kann weg, das kann weg. Ja. Jojo. Ja, 74 reicht eigentlich erstmal. Gibt's hier für einen Auftrag? Was transportieren? 600 Kronen. In Sandkai nach Westen. Das wäre okay, wenn wir jetzt eh nach neuen Leuten suchen wollen. Moment, Sandkai ist so am Arsch der Welt. Da ist so am Arsch der Welt. Tavern Barber. Da müsst ihr halt immer hin mit dem Schiff hinfahren. Sandvik wäre das, was okay wäre, aber alles andere will ich eigentlich nicht machen. Will ich eigentlich nicht. Hier haben wir, glaube ich, noch eine Untotenfestung, ne? Cave of the Dead. Das sind, ich weiß nicht, ob die Sachen. Hill of Hill People Tomb. Gehen wir nach Bergau. Wir waren lange nicht in Bergau. Und da gibt es im Zweifel eigentlich immer ganz gute Sachen. Also mit den Basic. Ich bin eine Stadt mit Hafen. Sehr gut. Okay, die haben mal wieder. Was? Mine Cave Inn. Has no uncut gems or copper ingots for sale. More recruits available. Miners are more likely to be available. Da haben wir wieder ein Rebuilding-Effort. Wir haben, glaube ich, kein Holz mehr dabei. Und sie haben auch kein Salz. Ja, hier kriege ich halt Miner. Die relativ wenig Fatigue haben, aber hohe HP. Hätte auch keine Stadt, die Holz verkauft. Die Handelsgüter sind ja zufällig. Das ist so, ja gut, ja. Gibt's halt nur meins. Was habt ihr für einen Auftrag? 1000, wenn wir ankommen. Cavern to Rotburg. Rotburg ist, glaube ich, okay, oder? Rotburg ist da, dann laufen wir halt hier oben rum. Das ist machbar. Das würde ich annehmen. Karawanenmissionen sind ziemlich nice, wenn man neue Leute hat. Gibt's hier noch eine gute Rüstung? Oh, hier gibt's eine gute Rüstung. Oh, eine 240er. Oder einfach 20 dran pappen. Da kann man sogar 30 dran pappen. Metal Plates und Rivets. Ich glaube, das würde ich mir gerne gönnen. Ich glaube, auf die 200er Rüstung muss ich auch langsam drauf. Ob ich will oder nicht. 150, 150, 190. Ist echt günstig vor allen Dingen. Oder so. Die sind echt 4200 für eine 4000, also für eine Rüstung, die 4000 wert ist. Das ist doch krass gut. Das hätte ich gern noch. Kaufen wir uns eine richtig gute Rüstung. So, und das müssen wir jetzt jemanden geben, der Brawny schon hat.
Du hast es schon. Und am besten auch Battleforged tatsächlich. Brawny und Battleforged hat. Da habe ich nicht so viele leider. Die Brawny und Battleforged haben. Da. Ricky ist es. Ricky kriegt jetzt eine 240er Rüstung. Und damit geht Battleforged. Oh, haben wir hier mit einem Fatigue-Problem. Nur, ey, Ricky kann es nicht geben. Der hat nur 55 Fatigue. Dem können wir das nicht geben. Danach hat er nämlich nur noch 48 Fatigue. Es ändert sich gar nicht so viel. Und statt 89% kriegt er dann nur noch 82% Rüstungsdamage. Das ist eigentlich okay. Haben wir jetzt 4000 ausgegeben für eine dicke Rüstung. Und hoffen, dass Ricky das noch ein bisschen überlebt. Und er hat auch plus 4 Resolve gekriegt. Hat noch jemand mit richtig schlechten Resolve? 40. Ricky hat doch gar nicht so wenig, oder? Ricky hat 50 Resolve. Hier, Deku hat nur 40. Deku, bleib mal da. Nevermind, Sono hat 39. Deku, gib mal wieder her. Sono ist noch schlechter dran mit Resolve. Das können wir, glaube ich, eigentlich auch noch verkaufen. Die Verkaufswerte Grad 16, ja gut. So, wir haben eigentlich noch eine noch krasse Rüstung mit 240 mit minus 36. Ich habe die, wer die nicht anzieht, ist es irgendwie nicht wert. Ich habe jetzt eine gekauft. Auch 240 mit minus 28 und nicht mit minus 36. Ach, dammit. Achso, ich könnte es noch sogar noch stärker machen. Nee, irgendwie. Irgendwie nicht. Zili, kann ich das anmalen, das Schild? Living Tree Shield? Paint Set? Nee, geht nicht. Okay, das Living Tree Shield kann ich nicht anmalen. Das ist ja blöd. Aber das doch kann ich bestimmt anmalen, oder? Yes. Auch wenn es jetzt aussieht wie aus Holz, das ist ein bisschen weird. Und nicht mehr wie aus Eisen, wie das hier. Aber wir haben es angemalt. So, wem gebe ich denn nochmal eine Verstärkung? Haben wir noch jemanden mit Brawny und Dingens? Rotfeder. Rotfeder würde ich, glaube ich, eher Nimble geben und Dodge. Hätte ich schon lange Dodge geben können, by the way. Ich voll Idiot. Du musst eigentlich mal eine bessere Rüstung nehmen hier, mein lieber Freund. Auch wenn du im Hintergrund stehst. Fatigue hast du genug. Du bist sonst zu schnell one-hitted von irgendwelchen Ranged-Sachen. Kannst du aber die haben. Eigentlich kann ich es dir geben, weil... Also, aber das ist ja Quatsch. So, du hast eine 55er, 65er, 40er, 50er, so... Mal die auch nochmal ein bisschen hochgezogen. Du darfst basically nicht gehittet werden, ne, mit deinem Code. Felix ist erstmal hier am Chillen. 550 sind 20 Tage, 30 Tage, die wir ihm bezahlen, sozusagen, wenn sein Daily Soll 12 ist. Ja, dich müssen wir halt jetzt hochleveln. Haben die hier gerade schlechte Preise? Nee, das ist einfach ganz normal, so wie die Preise sind. Okay. Na dann, auf nach Rotburg. Achso, ist das eine Karawane? Ah ja, ist eine Karawane. Na dann. Karawanenmission. Okay, irgendwie... Ich weiß nicht mal, wo Gildas Gleam, The Fallen Star... Ich weiß nicht mal, wo der Fallen Star ist. Keine Ahnung. Okay, ja. Along the road, you really should push harder to learn what you are transporting. A group of men has accosted you on the road, demanding you to turn over the caravan and go back the way you came. When you inquire as to whom exactly is making this demand, they state they are from House Winterhall and... that every good you are transporting was stolen a week ago. Their lieutenant makes the option for a peaceful passage clear. Leave and you shall live.
Dann in Bergau ist man, glaube ich, eh eher leid, ein bisschen negativ zu haben, und die haben es geklaut. I have no quarrel with you people, only with your taskmaster, however you impede your... Ja, und wir wollen mit denen, mit dem Haus, wollen wir uns eigentlich eh gut stellen. Von daher... We aren't paid enough to make enemies of house. Ja. Aus Winterhall sind die, mit denen wir uns eh gut stellen wollen, denen die ganzen Häuser hier gehören. Auch Rotburg und sowas. So, von daher... Hier, take it. Gut. Dann ist das wohl so. Mag uns, glaube ich, Bergau nicht mehr ganz so sehr. Ja, aber es ist immer noch friendly. Es hat zwar ordentlich gekostet, aber es ist immer noch friendly. Ihr hattet die 1000 Raiding Parties, da habe ich wenig Bock drauf. Aber wir müssen. Achso, kann man nicht kandeln. Wir gehen mal nach Gelbstadt. Mal sehen, ob da was gibt. Holy War Events, kriegst du auch einen Holy War Xan, ja? Ich bin wieder ein bisschen überbelichtet. So, was gibt's hier? Refine Price, Your Work, 1000. 2800 Kronen. Conquer the Fallen Star from the Southern Heavens. Destroy or root enemy regiments in the vicinity. Aha. Da wissen wir, wo der Southern Star ist. 1200. Accept your offer. Drive of Brigands. Das ist eigentlich ganz nett. Noch mindestens 50 Tage bis zum zweiten Late Game Crisis. Gonna kill it and eat it anyhow. Take its skin for a dagger sheet. What I need you to do is go find a much larger snake than this. I'm talking lindworms, says the biggins. Aha. 1700. 1800. Hunt down the lindworms around Gelbstadt. Ich weiß nicht, ob ich mit einem neuen Dude Lindworms hunten will. Bin ich ein bisschen überfragt. Ich glaube, ich würde das mal probieren mit dem Fallen Star. Auch wenn heute der Wurm drin ist, wie gesagt. So, wo muss ich denn da hin? Ah, da ist der Fallen Star. Ja, gut. Aha. Hätte ich denn jemals da hinkommen sollen? Ja, gut. Let's go. Das müsste ja eigentlich, da müssten ja alle drum kämpfen. Da müssten ja nicht nur wir sein, da müssten ja auch mehr Verbündete dabei sein. Von daher sollte das doch eigentlich fein sein. Die Rüstung überhaupt nicht benutzt. 16. Munition. Ja. Nee, hier gibt's nichts. Wir gehen weiter nach Sandwick. Erstmal besser gesagt dahin. Let's go. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt unseren Neuling Deko mitten reingestellt haben. Ich glaube, ich würde das mal tauschen, weil du bist deutlich besser im Defenden. Yes. 20% besser ungefähr. Mal sehen, was hier so kommt. Und es hat nachts da unten irgendwo an. Natürlich doof. Bin ich eigentlich nicht so drauf. Keine Ahnung, was da ist. Und ich will eigentlich nicht da reinlaufen bei Nacht. This occasion is on open plains. The Southern have posted themselves in and around this fallen star. With time on their side, they've erected a sturdy defense, but nothing the Red Ravens can't handle. Ja, das wird ja jetzt spannend. An officer, a few gunners and many conscripts. Das wird nie und nimmer was. Das wird nie und nimmer. Ja! Yeah! Borghof! Gunners, Alter. Die können wahrscheinlich übel weit schießen, oder? Die müssen auf jeden Fall laden. Ich glaube, jetzt sind sie geladen. Inspired by nearby leader. Ach, fuck you. 73. Let's go. The
sind 11 Gegner. Wir haben sogar theoretisch eine Zahlenüberlegenheit. Vor allem in der Frontline haben wir eine Zahlenüberlegenheit. War das mal kurz? Decke, du bist unser... wie machen wir das mit Dego? Wo schieben wir den denn hin? Ich glaube, ich würde mit Xeli gern hier hochgehen. Ich denke, Dego wird uns hier unten unterstützen müssen. 54, 54, 54, 11. Dann ist auch wurscht, wa? Du könntest aber da hochgehen. Weil du nächste Runde nicht mehr werfen darfst. Xander ist halt immer zu spät dran jetzt für die ganzen Sachen, ne? Oh, da ist ein... Oh, what? Da ist der Officer. Holy shit, sieht der, ist der ausgestattet. Yes! Der hat aber schon mal einen Kopfhit. Das mag er gar nicht. Und der hat sogar einen Moralcheck getriggert dadurch. Das ist eigentlich ganz geil. Sono hat das gleiche Problem wie alle anderen. Der Leader, ey. Er ist eh schlich. Schade. Ist nicht dead. Sehr schön. Aber ich bin, glaube ich, nicht als erstes dran. Die kann ich aber schießen. 36? Wirst du mit minus 36 gekickt hat? Ja, glaube ich. Achso, weil der hier angeblich... Steht angeblich hinter dem. Das ist natürlich doof. 38. Nice Hit. 64. X. Aua. Au, die haben ja übelsten AOE. Ja, ich muss auf jeden Fall gegen die Südländer mich sehr weit verteilen. Au. Wait, what? Der hat Overwhelm? Der ist ja übel fies. Der hat einfach fucking Overwhelm. Komm schon, macht ihn platt. Ah, dammit. Dahin und verteidigen. Einfach nur, damit du ihn ablenkst im Nahkampf. So, jetzt musst du leider aufs Schwert wechseln. Aha, die Falle hat zugeschlagen. Ja, bringt leider nicht so viel. Komm schon, triff ihn. Yes! Du kannst noch warten, du bist noch nach ihm dran. Sehr schön. Kommen wir nämlich hier ran und die beiden Dudes suchen anzugehen. Oh, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Dass der jetzt mittendrin ist. Blöd. Das war nicht ganz zu Ende gedacht. Aus der Max und Melisca und 3 Sterne Melisca an. Wenn du das Geld hast, würde ich das ja machen. Prozent. Sechsundfünfzig, 51, 54. Scheiße. Das ist schlecht. Da bin ich zu weit reingegangen. Das ist richtig schlecht. Nochmal den hier wenigstens aus dem Rücken wegmachen. Der wird halt jetzt overwhelmed wie nichts Gutes.
Aber 83, das ist nice. Aua. Das ist schlecht. Ich bin wieder mit Ricky da reingegangen. Ich habe Overwhelm, aber die sind halt immer vor mir dran. Wer bist denn du? Du bist der da. Dann Overwhelm ich dich doch mal, würde ich sagen. Triff's halt trotzdem. Unlucky, I guess. Verteidigen und hauen. Dann treffe ich halt 23er, ne? Sehr schön. 48. Das werde ich halt ewig brauchen, den. Ich habe keinen Stunner mehr, das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. 41 auf dem 58. Weil die anderen haben alle Shield Wall. Aha. Ja, aber. Scheiße, ey. Ricky wurde geköpft. Das ist natürlich eklig. 33 nur? Ach, weil ich Overwhelm. Ich bin Range Overwhelm. Das ist halt so ekelhaft. Range Overwhelm ist richtig widerlich. Und die dürfen fast jede Runde schießen, oder? Yo, die dürfen jede Runde schießen. Und sie haben Fearsome oder so ein Shit. Ja, 18. Nice. Machen wir mal den Move und hoffen, dass das nicht wieder zu überambitioniert ist. Sehr schön. Aber nochmal attacken darf ich dann nicht. Ich kann das blöde Schwert ihm nicht aus der Hand schlagen. Deswegen brauche ich ewig, um den einen da Platz zu machen. Hey, jetzt nicht switchen. Nicht die guten rein switchen. Kann hier hingehen. 29, 49. Gebe ich dir mal einen mit. Sehr schön. Holy shit, hauen die rein. Jetzt hat er geschielt worden, deswegen. Ach, dammit. Mhm. Hallo, Rotfeder und Judy. Nach ihm dran? Ich glaube nicht, ne? Jawohl, der blutet schon mal. Aua. Biet mich mal an hier mit dem jetzt, damit wenn den anderen angreift, in Hoffnung. Tja, jetzt ist ein bisschen das Problem. Wo will ich denn hier hin? Ich glaube, ich will hier zurück, damit die Range-Dudes mich nicht mehr angreifen können. Ein 18er, der hat hier minus 20% Melee-Skill, ein 18er-Roll verkackt.
Alter, jetzt wird's bitter. Von da kann ich nicht mehr angreifen. Von da kann ich ihn schon noch angreifen. Kriegst mal ihn mal raus. Xeli ist auch tot. Als ob die alle Overwhelm haben. Der ist ja absolut disgusting. 25, 27, 29, 53. 63, schade. Sich trotzdem kaputt. Finally haben wir ihn da unten. Oh, du kannst nicht mehr verteidigen. Du kannst nicht mehr verteidigen, Xan. Dann versuch mal noch zu überleben. Wenn du eh nichts mehr machen kannst, dann versuch zu überleben. Danjushka ist on the run. Oder versucht halt zu helfen. Er kann nichts mehr tun. Das war es leider nicht, was ich von ihm haben wollte. Das sieht nicht gut aus. Aua! Hat mein Sarge schon angedatscht. 49, 51, aber du bist fast tot. Leider nur fast. Aua! Oh nein, es läuft er weg. Das haben wir nicht so gewettet. Yes, er ist fast tot. Er ist fast tot. Kommt leider nicht von alleine. Mal schauen. Alles klar, Dego. Ich hoffe, ich krieg dich zum Überleben. Ich weiß gar nicht, lebst du noch? Das ist eine gute Frage. Warst du hier irgendwo mit drin? Ja. Danke fürs Reinschauen und bis bald, würde ich mal sagen. Sei mal als erstes dran, nächste Runde. Also wie ein Sono noch. Komm schon! Als ob das Schwert gar nicht 20% gehen und durch Rüstung. Und er ist halt nur Near Death. Er ist irgendwo was dazwischen. Komm schon! Achso, Moment, du kommst hier runter. Yes! Yes! Der Leader ist dead. 70, 70. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber ich hoffe, du überlebst das. Du kannst doch von ihm einfach gewone-hitted werden als nächstes schon. Er kann eh ransteppen und ihn hitten. Oh, scheiße. Er hat überlebt. Shit, das hat nicht geklappt. Dem scheint nicht so gut zu gehen. Rotfeder braucht nicht, du hast nämlich keinen. Es hat keine Kopf mehr, ne? Keine Kopfbedeckung mehr. Muss aber doch trotzdem ran, glaube ich. Ob ich will oder nicht. Hier steht jemand von meinen Leuten davor. Ich glaube hier nicht mehr, ne? 63. Schade. Der läuft weg. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, hier kann ich immer noch. Nee, das funktioniert nicht. Jawohl, er kann wenigstens einmal ihn debuffen. 73, 75, du bist das Gefährliche gefühlt. Yes, das sieht gut aus. Uff.
einfach nur die Leute töten. Ich hoffe, keiner von meinen Leuten. Es kann sein, dass Jean noch stirbt. Struck down Jean. Jean lebt noch. Kommen wir nicht mehr ran, glaube ich, an ihn zum Hitten, oder? Doch von hier aus, oder? Yes. Schade. Minimal zu spät. It's over. Wir haben es geschafft, aber wir haben Ricky und Xeli verloren und Jean hat Brain Damage bekommen. Ha! Yes! Yes! Plus Resolve für Jean! Für unseren Bannerlord! Der hat einfach Brain Damage und hat deswegen nochmal Resolve! Yes! Das ist ein Buff! It's a fucking Buff! Yes! Jetzt alles mitnehmen? Jo, kann ich alles mitnehmen. Ja, also wir haben Ricky verloren. Ricky, who knows? Und Xeli verloren. Das ist echt schade. Aber wir haben ultra viel getankt. 400 Damage getankt. Oh, aber wir haben, kriegen wir die Rüstung mal nicht zurückgekriegt, ne? Die dicke von Ricky. Ja, geil. Aber dafür haben wir einen dicken Helm. Doch, haben wir. Nice. Nice. Haben wir sogar alles gekriegt. Haben wir abgeschlossen. As you sheet your blade, Felix calls out. He points at the horizon. A line of thousanders is in approach. Their armor glinting, their gates wagging. The counterattack wish to be seen and no doubt intend to be vicious. We make a stand defending the side. We meet them in the open. We can't another... Nee, ich kann nicht nochmal kämpfen. Ich kann nicht nochmal kämpfen. Retreat. One star has fallen to the southerners, one star was shakes his hand. Well, I suspect they be all over the place. Okay, disaster. Das... Okay, das finde ich super dumm. Du machst einen schweren Kampf, gewinnst den. Und dann musst du einen zweiten schweren Kampf machen, um das Scheißding überhaupt zu halten? Das finde ich dumm. Finde ich sehr, sehr dumm. Jetzt bin ich sauer. One eternity later. Ich meine, ich habe meine Reloads wahrscheinlich aufgebraucht für heute. Bin ich trotzdem doof. Weil wir nichts kriegen. Wir haben jetzt langsam ein Geldproblem. Wo ist denn Deko eigentlich? Deko hat ein Level Up. Gab wahrscheinlich jede Menge XP. Plus 3 nehme ich. Plus 3 nehme ich. Ich wollte Initiative von ihm haben, er hat plus 5. Oder plus 4 Resolve, damit er Resolve hat. Ich glaube, ich will die Initiative von ihm hoch haben, damit ich relativ früh Dodge nehmen kann. So, er kriegt auf jeden Fall Kolossos. Hat er länger überlebt. Wir haben halt übel viele Leute, die übel zu stürzen. Also wir hätten den Fight niemals nochmal machen können. Wir haben hier Leute mit 6 HP, 8 HP. Die wären einfach nur super schnell gefallen. Das war völlig irrelevant. So, entsprechend schlecht geht's den Leuten aber jetzt. Died in battle, suffered injury, suffered an injury, suffered a permanent injury. Ja, uns geht's nicht so gut insgesamt. Okay, dann gehen wir mal nach Sandwick hoch, würde ich mal sagen. Dann gucken wir mal, wir haben jetzt also das Problem, wir haben ein Geldproblem so langsam, wir müssen also auf jeden Fall wieder für Geld sorgen. Erstmal, bevor es hier weitergeht. Wir haben versucht, an dem Holy War, um diesen Meteoriten teilzunehmen. Aber es hat nicht gut funktioniert. Jetzt müssen wir erstmal unsere Wunden lecken gehen, so ungefähr. Und hier ist gerade alles super teuer, so wie ich das gesehen habe. Achso, und wir müssen mal kurz gucken. Wir haben ja Sachen neu gefunden, die wir natürlich dann ausrüsten wollen. 105, oh gut, ist ganz nett. Ein 290er Helm. Ein 290er Helm ist natürlich sick. Wir müssen gucken, wo die Leute Brawny schon haben. Ansonsten können sie es eh nicht tragen. Du hast Brawny. Würde ich mal sagen, kriegst du jetzt die dicke Rüstung. Ja. Dann hast du Tilux jetzt die dicke Rüstung. Du brauchst wahrscheinlich auch mal eine bessere Rüstung. Hast du irgendwie... Du hast auch Brawny schon. Dann kriegst du mal die 130er Rüstung für so Tilux. Reden wir trotzdem. Ja.
Du hast kein Brawny. Du hast auch kein Brawny. Uff. Moment, aber ich habe die guten Decker hier noch. Habt ihr noch die scheiß Decker hier? Guter Decker. Guter Decker. Überhaupt einen Decker. Decker, Decker. Deckers. So, jetzt haben wir natürlich sowas hier bekommen. 35 bis 75. Range of 2 Tiles. Und hat, glaube ich, einen riesigen AOE. Wie ich das gesehen habe. Wenn ich das hier jemandem gebe, sehe ich mal die Skills. Fire Hand Cannon. Ignite the fuse of your hand cannon. Can hit many targets at once, but targets farther away are less likely to be hit. Cannot be used while engaged in melee. 3 AP. Hat keine passende Munition dafür. Ja, das ist ja okay, das weiß ich ja. Das habe ich schon verstanden. Also haben wir hier einen Mace gefunden, den wir, glaube ich, reparieren können. Hier ist Schilde. 15, 20. Das sind, glaube ich, auf dem Level von den Heater-Schilden. Nur, dass sie einfach die gleichen Ausdauerverbrauch haben wie unsere normalen Schilde. Ey, let's go. Die kosten uns halt nicht mehr Ausdauer. Halt auch ein 100er Wert tatsächlich. 15, 25. Dafür kriegst du halt mehr Ausdauer, ja. Ausdauer ist wichtig. So. Hier haben wir sogar noch ein besseres. 18, 18, minus 18. Ja, RIP. Melee Defense auf Schilden ist echt schwierig gut zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt mit dem Sportstream sind inzwischen. Okay, also jedenfalls. This has a range of 2 tiles on flat ground and 3 tiles if shooting downhill. Can hit up to 6 targets. Plus 10 chance to hit and minus 10 chance per tile of distance. This chance is unaffected by objects or characters in the line of fire. Die wirken erstmal sehr stark, würde ich mal sagen. Ups. Die wirken sehr stark. Auf jeden Fall sind sau viel wert. Mit 2000. Und nicht mal ganz repariert zu sein. Also, Problem ist, glaube ich, dass ich meine eigenen Leute damit treffen kann. Da muss ich mich sehr, sehr gut positionieren, damit ich meine eigenen Leute damit nicht hitte. Da muss ich mal kurz, ich will mal kurz ins Video gucken, wie die sich schießen. 300k Channel Point Belohnung Gwen. And Cannon. Weapons. Keine Ahnung, Sono. Kannst du mehr beitragen? Weil er mehr hat oder so? Keine Ahnung, hier Ranged Weapons. Mal kurz mitnehmen. Javelin Throwing Weapons. Other Throwing Weapons. Bows. Nee. Hier Firearms. Hand Cannon. Reload Hand Cannon. Verbraucht 9 AP. Okay, du kannst also auch nur einmal jede zweite Runde angreifen damit. Achso, das ist die Summe, ja. Aliel oder Njushka? Muss ich mal kurz reingucken. Ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Nee, du lebst noch. Nevermind, du lebst noch. Moment, what? Hesitant, minus Initiative. Wir haben gerade einen heftigen Kampf hinter uns. Nee, ist er nicht. Ist nicht gestorben. Aber du kannst mit der Handcannon nur alle 2 Runden angreifen. Nee, bist du nicht. Du lebst noch. Durability, Max Fatigue, minus 14. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den so geil finde. Oh, es gibt noch eine bessere Variante, Spiked Impaler. Ne, eine andere Variante einfach nur. Das Level 3 direkt retired. Mein neuer Tank, den ich hochziehen wollte, hat gerade permanent gebrochene Knie bekommen auf Level 3 direkt retired. Das ist natürlich bitter. Ja, also bin mit den Handcannon bin ich mir nicht so sicher, ob ich mit denen irgendwas anfangen will, wirklich. Bin ich mir nicht so sicher.
Jagd und Verkaufen ist hier, glaube ich, nicht so gut alles insgesamt. Achso, hier haben wir die Munition dafür. Powderbag. Und 2 Handcannons plus Munition bekommen. Tja. Haben wir noch ein bisschen Verstärkung drauf. Das ist bei 270. Das ist schon ziemlich ordentlich. Hier habe ich 125. Nein, da geht der Wolf weg. Oh shit. Ich bin ein Idiot. Jetzt habe ich den Wolf weggemacht. Oh, das ist nicht so smart. Das war Resolve. Und der war echt cool von der Optik her. Na gut. Du hast immer noch Brawny, ne? Du hast einen 140er Helm auf. Du hast noch ganz gut Ausdauer und Brawny, dann kriegst du mal hier so den dicken Helm. Zack. Immer noch 125er Helm, der minus 7 hat. Der hat auch minus 7. Wenn das du überlebst. Guck mal nach der Handgun Master, der ist nämlich nicht mehr ganz so schlecht. Crossbow und Firearms Mastery, das habe ich sogar schon. With Crossbows, Gnose Armor, Master Crossbows, Arms, weniger Fatigue, Hand Cannons now requires 6 Action Points. Aha. Ja, okay. Okay. Weiß ich nicht. Wie toll das dann ist. Habe ich hier 70% ignorierte Rüstung einfach. Meines Damages. Und hier halt auch. Bis dann, Xan, bis dann. Ja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt wieder neue Leute. Und Geld. Wir brauchen vor allen Dingen Geld. Was gibt's denn hier? Auch Geld. Drive of Brigands at 30x Encampment Northeast. Das Problem ist, wir haben halt wirklich, wirklich üble Verletzungen. Müssen, glaube ich, erstmal heilen gehen. Wo gab's was zum Heilen? Hier gab's einen Tempel, ne? Ja, let's go. Wir gehen erstmal heilen. Und wir müssen auch die ganzen Sachen reparieren. Oh, 60 Tools. Holy shit. Halt, wir gehen übers Wasser? Okay, wir gehen wohl übers Wasser. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Danjuschka, wie geht's dir? Wie ist dein Samstagmorgen so verlaufen? Ist jetzt erst munter geworden, oder? So, wir müssen unsere Leute ein bisschen bessere Laune bringen. Ne, nicht Harbor, ich will in den Tempel gehen. Tempel. Hier ist Tent. Minus Skill. Minus Hitpoints, minus Fatigue. Das ist richtig schlecht. Minus Fatigue, minus Melee Defense, minus Initiative. Das ist okay, damit kann ich leben. Minus Initiative kann ich leben. Mit sowas hier kann ich halt nicht leben auf meinen Tanky Dudes. Wir haben das Geld aber nicht dafür. Alles fein, ausgestattet, weil ich bis 3 Uhr nachts gearbeitet habe. Geht's uns geht's eigentlich sonst auch ganz gut. 110, mein Job ist dann. Rotburg, okay, das ist halt direkt nach Südosten. Das ist halt direkt um die Ecke. Wie sind hier die Verkaufspreise, um Dinge verkaufen zu können? 18. Ja, das Geld von den Handcannons brauchen, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall brauche ich nicht 3 davon. Ich brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Puff. Handcannons sind halt gegen die, haben halt super viel AOE, das ist eigentlich ziemlich geil. Und ich habe eigentlich die passende Skillung dafür. Ich würde es nämlich gerne mal ausprobieren, du hast eh nicht so einen guten Armbrust. Und daher kriegst du jetzt mal eine Handcannon. Und die passende Munition dazu. So. Dann gucken wir mal, wie gut es läuft. Ich glaube, es geht den meisten Leuten hier in der Gegend oder hier bei mir eigentlich ganz gut. Hoffe ich zumindest. Insgesamt.
Aber ja, ohne Aber. Ich glaube, es geht meistens ganz gut. Hoffe ich zumindest. Wäre schade, wenn nicht. Noch was gegen Blutung. Warum habe ich denn gegen Blutung hier das nicht dabei? Bei dem zum Beispiel und bei. Hat er noch irgendjemanden, der keinen Blutungsschit hatte? Gut, weil dann ein Dolch dabei, ja, dann kriegst du noch einen Blutungskram. So. Ja, wir haben halt sonst halt keinen Auftrag, deswegen nehmen wir den Auftrag jetzt und gehen da runter, damit wir Geld verdienen irgendwie. Und keine Rüst. Oh shit. Ja, toll, jetzt müssen wir wieder gegen Nomaden kämpfen. Ja, das wird eine Katastrophe. Ah, ne, die müssen nicht gegen die kämpfen. Sehr gut, die werden gejagt. Also mir geht es insgesamt eigentlich ganz gut, so lebenstechnisch. Das Problem ist so ein bisschen, ich werde gerade geradet. Ach du Scheiße! Ach, sehr gut. Huf. Das Spiel hat heute irgendwie keinen Bock auf mich. Also, die Gegner treffen ganz viele 20-30% Hits. Super wichtig. Und meine Leute verkacken 80, 70, 80% Hits. Das kannst du dir halt nicht auswählen. Denkst du dir, also, das ist nicht euer Ernst. Es geht 12, hier kann man ja nichts kaufen. Aber hier kann man einkaufen, wenigstens ein bisschen. Zwei mehr Tage an Supplies ist echt ein bisschen knapp. Aber hier gibt es tatsächlich gute Helme. Aber ich habe das Geld eigentlich gerade nicht, um irgendwas zu kaufen. Oh! Wenn ich das Geld nur hätte! Wenn ich das Geld nur hätte! Oh! So ein Polehammer aus der zweiten Reihe. So. Ach, dammit. Wenn ich das Geld nur hätte. Oder halt sowas. Das wäre auch geil. Oder sowas. Ah, hätte ich gerade alles. Dammit. Hier gibt es nicht mal. Hier gibt es nicht mal eine Mission, ey. Scheiße. Und hier, die mögen mich nicht, weil ich mich mit dem Norden verbunden habe. Okay, das ist tatsächlich Südstaaten gegen den Norden im Heiligen Krieg. Okay. Ich habe langsam ein Geldproblem. Nee. Nee, 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 nee. Wir wollen mitmachen. Rein da. Nee, nee, nee. Seid nicht fertig, bitte. Yes, engage. Wir wollen die XP haben. Wir wollen die XP haben, deswegen wollen wir hier rein. Gib mir jemand anderes vor, bitte. Ey. Wir müssen nur in die Reichweite kommen für XP überhaupt, damit wir hier sehen, was da ein bisschen passiert. Hallo. Wir sind auch dabei. Nuschka, du hast sogar jetzt einen dicken Helm von mir gekriegt. Einen dicken Helm, dicke Rüstung. Ist, was das angeht, eigentlich sehr, sehr gut ausgestattet gerade. Aber da kommt sie zurück. Da war ein Hit. Aber die haben auch wieder Handcannons dabei. Handcannons sind sau wertvoll anscheinend. Hallo. Tank, beste Rolle. Du bist gar nicht Tank. Tatsächlich, du bist eher ein Damage-Dealer, weil guck mal, ja, wir sind natürlich verletzt wie sonst was. Wo habe ich dich jetzt? Du wirfst tatsächlich immer zuerst mit irgendwelchen Speeren auf Gegner, wenn die dann rankommen, dann nimmst du ein Schwert in die Hand und gibst ihn. Also, so Tank, so krass Tank-Rolle bist du gar nicht. Bist schon mit einer meiner Damage-Dealer. Okay, ich kann wirklich immer nur so eins weiter angreifen, okay. Das ist ja fies. Wir müssen halt jetzt nur erstmal ran, um überhaupt mitkämpfen zu dürfen. Ich meine, es sind 20 gegen 5, also. Let's move this Cobblestone Road. Weiß nicht, wie die Spartaner das machen. Ich kenne die Kampftaktik der Spartaner tatsächlich nicht. Also sowohl historisch als auch. In dem Film.
keine Ahnung von. Natürlich laufen wir mit hier hoch. Hier unten crowden wir uns sonst zu sehr. Schon kommt mit ran. So, hallo, wir sind langsam da. Dann im Nahkampf kloppen sie drauf. Haben halt gefühlt nur Unterhosen an. Ja, wir haben schon ein bisschen mehr als Unterhosen. Also soweit sind wir schon. 26, 50. Zack, schade. So, warte das mal noch einen Moment. Weil wir laufen hier ran, um die dann irgendwie zu hitten, glaube ich. Weil wir können ja noch ein bisschen rumgucken. Du bist ein Gunner, du bist schon im Nahkampf. Du darfst nicht mehr schießen. Das ist ja richtig fies von denen. Dass die alle Overwhelm haben, ist übel bitter. Der rennt. Die Sau. Hallo. Schnitt. Xan geht's nicht so gut, ne? Minus Hitpoints, minus Fatigue. Lauf mal hier unten rum. Rotfeder. Ich glaube, der macht nicht mehr lange, wenn er die Runde überhaupt überlebt. Servus. Das sieht nicht aus, als würde er die Runde überleben. Nope. Nope, nope. Keine Runde überlebt. Dann brauchen wir auch nicht ballern, ne? So ein bisschen das Problem daran. Wir laufen ja nur hinterher. Das ist doof. Vielleicht kriegen wir von dem dann noch was ab. Weil der ist, glaube ich, auch wieder tot, bevor wir richtig da sind. Können wir gleich da hinten hinrennen. Mit Dego. Dego, let's go. Hat schon mal nicht getroffen. Schade. Peaks. Peaks. Also wir kriegen hier eh nicht viel an Loot. Deswegen hau ich einfach drauf. Weil sich jetzt Leute fragen, hey, warum holst du nicht die euch hier raus? Ich bin so der Meinung, wir kriegen hier wahrscheinlich eh nicht viel an Loot ab. Deswegen ignoriere ich die Dolche einfach. Und die Gegner machen es ja, also die Verbündeten machen es ja in dem Fall eh nicht. Also die lassen es ja nicht zu, die kloppen ja einfach drauf. Von daher hat sich das, glaube ich, erledigt. Meinke! Easy. Hätte mir wahrscheinlich nicht helfen müssen, aber ist ja mal ganz nett, da konnte ich mal die Waffe ausprobieren und so. Runter, wir laufen bis dahin, um hier reinzuschießen. 67, zack, noch ein Kill für mich. Ja, 30 XP auf so ziemlich allen. Und ein Schwertchen gelootet. Ein paar Sachen einfach so for free gekriegt. Nice. Bin ich eigentlich ganz okay dafür, dass wir das einfach so nebenbei mitgenommen haben. Na doch, ich würde euch schon reparieren wollen. Dich nicht. Ich schon. Guck mal nach Grafenhafen. Habt ihr noch eine Mission für mich? Das ist ein Problem. Alles okay, gibt's auch keine Mission für mich. No mission. For me, for Ben. No mission for Ben. Alles zu teuer. Verkaufspreise aber trotzdem 19. Ist sogar ganz okay. Frage ist, was wir verkaufen wollen. Wahrscheinlich ein paar von den Helmen hier. Sowas. Sowas. Den würde ich auch nicht mehr benutzen. Hohenhelm. So ein Helm. 105er. Minus 5. Das ist genau das gleiche in grün. Können wir auch verkaufen. Ja. Weil so viele Helme brauchen wir jetzt wirklich nicht als Reserve.
In Falchion 40 bis 45. Das ist auf Arming-Schwertniveau. Ja, dann können wir das Falchion verkaufen. Ich glaube, noch ein Speer brauchen wir nicht. Ich frage mal, für die Military Pick brauchen wir wirklich jemanden, der saugut trifft schon. Schon so ein Basis-Hit-Chance hat, die saugut ist. Insgesamt. So, haben wir noch ein bisschen was verkauft, um unser Geld aufzustocken. Kaufen wollen wir hier nichts. Wir wollten nach Himmelsdorf, um da zu gucken, ob da eine Mission ist. Ja, der Tag irgendwie, der Progress lässt heute zu wünschen übrig. Sind wir mal ehrlich, ich brauche vor allem noch mehr Tools und ich komme bei Nacht an, oder? Nee, Schwein gehabt. Jetzt eine Mission. Oh, das ist teuer. Das ist teuer. Das können wir für nichts mehr verkaufen, ich muss auch behalten. Was ist das? 780. All the tracks near Himmelsdorf return Tome of Arcane Knowledge to Himmelsdorf. Das ist wahrscheinlich ein Necromancer-Auftrag. Würde ich mal vermuten. Deswegen speichere ich mal die Campaign, bevor ich mir wieder alles noch mehr kaputt mache. Ich habe das Gefühl, das ist ein Necromancer-Auftrag, wobei 780 eigentlich relativ okay ist. Aber das ist eine größere Gruppe, die wir verfolgen. Thieves, Raiders, Marksmen, Thugs. Ja. Und ein Necromancer, sag ich doch. Den müssen wir irgendwie erstmal kriegen. Also irgendwie müssen wir Leute drum rumschicken, um auf den Necromancer zu gehen. Ja. Kommt ihr irgendwie in Sichtweite? Er kommt in Sichtweite. Du musst aber mal warten, bis noch mehr in Sichtweite sind nach Möglichkeit. Du bist Rotfeder. Du kannst die Leute ganz gut abhalten, vor allem wenn sie dann Untote werden, theoretisch. Will ich jetzt Sono rumschicken. Wäre eine Option, Sono rumzuschicken. Dego, mit dir will ich mal kurz warten. Da ist eine Military Pick, das ist schlecht. Wir wollen, glaube ich, kurz warten, aber mit dem dann hingehen und dann hierhin hitten wollen, denke ich. Kann ich mit dir noch warten? Ja, kann ich noch. Und mit euch gehen wir, glaube ich, hier ran. Um uns den First Hit zu holen jeweils. Kann ich mit Xan hier in der Mitte durch? Das ist so ein bisschen die Frage. Ist der Tilux? Ne, da sind noch Gegner. Dann noch hier. Der hat aber, glaube ich, ja, der hat wenig Melee-Skill. Oder reduziert Melee-Skill. Deswegen trifft er auch nicht direkt. So, machen wir erstmal den. Der einfacher ist. Ne, auf den nicht schießen? Der Fuck? Okay, dann halt. Nahkampf und let's go. Okay, kann nicht mehr laufen. Er kann nicht mehr laufen. Ich muss mich doch erstmal auf einer Seite durchhauen. Irgendwo muss der Necromancer stehen. Eingetroffen. Ja, gut. Wir haben nur 5 Schuss mit dem Ding, ne? Also wir haben nicht 10 Schuss hier mit der Armbrust. Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Go macht man Defense nur. Mit euch gehen wir ran. Sehr schön. Solange keiner gestorben ist, wird der Necromancer nichts machen. So, theoretisch müssten wir erstmal. Oh shit. Jetzt ist Deko gestunt.
gucken, wo der Neko ist. Die könnte da oben mit sein bei den Rangies. Aua! Das ist schon wieder für Hits. 35er und 28er. Mhm, na klar. Die typischen Sachen, die man halt so trifft, ne? Was man halt so macht. In der Nacht. So, jetzt triche ich meine eigene, wenn ich hier hitten will. Au! Okay, treffe einfach nichts. Den habe ich hier, dich habe ich hier. Ob ich den da oben töten können. Roxan. Deck mal ein bisschen ab. Jetzt kann ich aber mit Danjushka ja schon ein Stück weiter gehen und mal gucken, wo der Nekro ist. Wie gesagt. Sehr schön. Kann einfach mit dem noch weiter mitlaufen. Da ist er. Okay. Der ist gar nicht so weit weg von mir. Das ist sehr gut. Also von Danjushka. Schade. So, jetzt kann ich wieder reinhalten, ne? Das war geil. Das finde ich gut. Das finde ich eine sehr gute Variante. Insgesamt. Der hat gerade ordentlich aufgeräumt. Aua. Oh nö. Was da einer davor steht, ist aber auch eine absolute Frechheit. Deko muss... Oh, scheiße, jetzt haut der da unten dreimal zu. Eins, zwei... Das ist okay. Kriegen wir dich? Nicht so richtig, ne? Müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir uns hier verteilen. Bono hat einen Gegner. Das sind 20 plus 19... Gerade reichen. Yes. Fatigue. So, damit wir ein bisschen laufen können. Das Laufen ein bisschen ausnutzen hier, was wir haben. Er rennt. Der rennt weg. Müsste ich gerne ranzoomen, weil ich glaube, wenn ich hier hinschieße, treffe ich meinen nicht mit, oder? Oder ich treffe einfach gar nicht. Das ist natürlich auch richtig dumm. Den mal raus. Sehr schön. So, Tilux muss den Nekro angehen. Hier wird nicht aufgestanden, verstanden. Der geboostete nehmen wir mal heraus. Können wir hier weiter reingehen. Sehr schön. So, Tilux. Let's go. So. Gehen wir hier oben helfen, glaube ich, mit Sono. Dr. L sieht es ganz okay aus, aber RNG und so, ne? Können Dinge passieren. Schade. Nehmen wir den raus, du rennst. Ups. Geh mal hier rein, wenn du rennst. Das ist sehr gut.
Sollte eigentlich nicht mehr allzu viel schief gehen können. Nachgeladen. Und einen Schritt ran. Oh, hallo. Das schlecht. Das doppelt schlecht. Immer weg. Und wir dann, glaube ich, jetzt schon zweiten oder dritten Mal niedergepiekst. Das ist auch supi. So, sehr schön ist der raus. So, müssen wir ein bisschen weiter vorwärts laufen. So, darf hier nochmal zuhauen. Bin jetzt mal hier davor, weil der weniger Rüstung hat. Übrigens mit dem Necromancer. Das habe ich irgendwie gefühlt die ganze Zeit. Da Flockenkopf. Der wird nicht wieder aufstehen als Untoter, sagen wir mal so. Aber du rennst weg. Du hast keinen Bock auf den Necromancer. Der Necromancer hat nicht meine Waffe. Oh Mann, ey. Da treffe ich meine eigenen Leute da, ne? Das zeigt irgendwie schlecht an, dass da Leute, wenn da Leute stehen, ob ich die treffe. Ich glaube, ich treffe nicht. Sehr schön. Hier geblieben. Ach, dammit. Der trifft. 5 und rollt eine 3. Natürlich. Natürlich. Die blanke Hand gegen das Schild trifft. Kommt am Schild vorbei. Natürlich. Was auch sonst. Oh Mann, dieses Spiel heute. Dieses Spiel heute. Ich glaube, dir geht's nicht so gut, Mr. Nekromant. Ich sehe den Typen nicht mehr, der hier abhaut. Na gut. Der hat zum Glück ganz lange nichts gemacht. Der Nekromant, weil er einfach keinen hatte zum Nekron. Von daher war das ganz okay. Ich nehme den Loot mit. Und holen uns das Geld ab. Die Rundschilder haben übrigens einen Nachteil gegenüber der kleinen Holzschilder. Welche denn? Dass sie weniger HP haben? Oder sowas? Ich hab nicht drauf geachtet. 18. Ja, stimmt, die haben weniger HP, ne? Naja, ich sehe es gerade. Ich sehe es aber sehr selten, dass mir die Schilder schon kaputt gehen. Also von daher würde ich es trotzdem erstmal so lassen. Plus 3 Defense, plus 3 HP. Halt. Puh. Der hat noch gar keine Tank-Fähigkeiten so richtig. Aber plus 3 Defense und plus 3 Skill sind ganz geil. Dass Max Rolls sind. Auch wenn er hier 2 bis 3 hat. Ja, die HP will ich eigentlich bei ihm nicht wirklich leveln, auch wenn die ganz. Problem ist, als ich gegen 16 Orks ran musste, die mir 4 Schilder zu schlagen wurden. Ja, das ist richtig. Dann ist das ein Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich auch maximal Fatigue ein Problem habe. Nee, ne? Dann will ich ja möglichst wenig HP brauchen, also müsste ein Battleforge Tank werden. Dann Fatigue. Hoch. Damit er Dinge tragen kann. Und dann Battleforged, I guess, damit er möglichst wenig HP-Damage kriegt. Oder Brawny brauche ich, glaube ich, noch nicht. Erstmal Battleforged hoch. Yes. Mir hat sie 3 Punkte gegeben. Okay, ach nee, Moment, Quatsch. Ja, vergiss es. 91%, also 9% weniger. 105, 130er Rüstung haben wir auf ihm. Kann ich auch das hier geben? Dann hat er halt, glaube ich, keine Ausdauer mehr. Aber dann kriegt er auch 9% weniger Rüstungsschaden. Ah. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Was ist das hier für ein Auftrag?
Ryan Price. Intercept or Southern Raiding. Ihr könnt mich mal. Diese Southern Raiding Partys. Ich habe keine Lust mehr, glaube ich, mit denen zu spielen hier unten. Die schicken mich die ganze Zeit in den scheiß Drecksüden. Wo mir die Leute wegsterben. Ich gehe wieder nach Dammwald und Granitschanze und hier in dem Bereich, glaube ich, zum Geld farmen. Gefühlt gibt es da deutlich einfacher Geld. Und deutlich einfachere Gegner. Da gibt es ein paar Goblins als Gegner, ja? Nichts Besonderes. Und ich brauche dringend Tools. Hier gute Preise für Tools? Pff, nope. Gibt es keine guten Preise für irgendwas. Also, na doch, verkaufen kann man hier ganz gut. Mm-mm-mm. 70er Rüstung. Glaube ich nicht. 80er, 90er Rüstung mit minus 10 will ich glaube ich nicht haben. Denke ich. Ich denke, ich will keine. Wie viel Warf. Oh, lul. Wie viel Warshit ich habe, die Kite-Shields sind auch echt. Echt widerstandsfähig. Die sind echt widerstandsfähig. Die haben 48 Haltbarkeit. Die haben sogar 60 Haltbarkeit. Tja. Gegen Ifritz will ich nicht, Xan. Ich will nur das Gefühl, dass ich selber stärker werde. So. Also hier ist auch nichts. Gibt es hier einen guten Contract? Let's talk money. 20 Heads. 200 Time, wenn der Job ist dann. Okay. Kriegt man nicht. Grafenhafen. About Day to the West. Nein, danke. Was waren die anderen Sachen? Drive of Brigands für 1000. Und Hand Lindwurm für 1800. Nee, wir gehen mal hier hoch nach Filzmoos. Oh, 9 Brigands. Wie bin ich aufgestellt aktuell? Oh la la. Ich glaube nicht, dass sie zu mir kommen, ich wollte gerade sagen. Alles hier zu weit auseinander. Nee, hier oben geht's, glaube ich. Oh, 15 Nachtsehrer, die wollen mich aber, glaube ich. Ich bin nur schnell genug weg. Also hier oben geht's. Tannheim, Westernholz, Granitschanze, Erzfeste. Also gerade hier diese vier. Westernholz, Tannheim, Erzfeste, Filzmoos. Die sind eigentlich schön nah beieinander. Das ist unter einer Tagesreise. Ey! Wir haben zum allerersten Mal Tag 100 erreicht. Habe ich gerade ein Achievement für gekriegt. So, wie sieht's hier aus mit den Preisen? Das sieht gut aus. Gib mir mal her. Munition habe ich noch genug. Aber Medical Supplies kann man nie genug haben. Bisschen Essen. Ja. Insgesamt ganz geil. So, was haben wir hier für Leute? Killer on the run. Always acts first in the very first round. Is always content with being in reserve. Disloyal. Ja, Initiative und Fatigue ist aber irgendwie Quatsch, oder? Sieht nicht so geil aus. Batsche ist angeblich noch ganz. What? Was? Minus 10 Resolve hat er allerdings. Und Death Star. Du will start combat at wavering morale. Ja, das ist glaube ich nicht so geil. Also, die Traits sind shit, aber die Stats sind. Sind leider kacke. Ja, also. Schade. Lumberjack. In Lumberjack ist, glaube ich, nicht so geil. Ja, doch, der Lumberjack kann wieder so viel HP haben, tatsächlich. Ähnlich wie der. Tryouten können wir, glaube ich, schon mal loyal. Okay, der fixt seine Resolve mehr oder weniger von alleine. Anderen Sachen. HP hat er ganz gut und Fatigue hat er halt ganz gut. Der wäre, glaube ich, auch wieder ein guter Tank. Würde ich sagen.
Egon. Was? Nini abstoßen? Auf wen meinst du jetzt Nini abstoßen? Auf den Sigma the Red? Vermute ich dann mal. Bei dem bin ich unentschlossen. Bei den Craven Destart, ja. Weil der ist loyal, hat ganz gut HP und hat ganz gut Fatigue. Mit dem Roll kann man arbeiten, denke ich. Die fixt sich mit dem 3-Sterne, ohne einen Gegner zu sehen. Ja, und die Initiative ist eigentlich auch ganz okay. Ich glaube, den würde ich, glaube ich, nehmen. Oh shit! Ich habe nicht aufs Geld geachtet, ich Vollidiot. Dass der Lumberjack so viel kostet, darauf habe ich nicht geachtet. Alter, shit! Ach, RIP, jetzt muss man das irgendwie machen. Du brauchst am Anfang auf jeden Fall mal einen Sperle, sonst triffst du nämlich nichts. Hier, viel Spaß. Halt. So. So. Jetzt haben wir natürlich ein Problem mit dem Geld. Das müssen wir auf jeden Fall einen guten Auftrag machen. 3000? Hört sich gut an. Conquer the ancient city from 1000. Fuck you, nein. Danke. 110 und 34, wenn fertig ist. Cargo to Lars, du trägst mal in Grafenhafen. Ich will nicht nach Südwesten. Gebt mir doch was anderes. Das hört sich gut an. Tanval nach Westen. Tanval ist, glaube ich, okay. Tanval ist da doch. Nee, wo ist denn Tanval? Da laufen wir hier unten rum, ne? Die war aber 270 in Advance und dann Tanval und Provisions. Wir brauchen das Geld. Let's go! Crusader from the north have taken for Fallen Star. You're not sure if this means the war is soon to be at an end. It would be a shame. Okay, wir müssen wahrscheinlich mal uns im Südwesten aufhalten. Und wenn das passiert, müssen wir den Fallen Star einfach mit verteidigen. Würde ich sagen. On the path, you come across a man sitting beside the path. He's clad in some beaten armor and there's an even more beaten weapon in his lap. He regards you with the limpest of waves. Evening, if you ain't sell swords, then I'd never met my past pants of fire. That seems to be an interesting tale. A job? No, I don't need one. I already done the sword selling bit and I'm done with it. You know what? What here? He starts under his armor and throws it. Take it. Ooh, an arming sword and a basic mage shirt. Nice. Einfach mal so gekriegt? Geil. Arming Sword auf jeden Fall reparieren. Und wo ist das Basic Mail Shirt? Hier. 115er. Okay, cool. Ach, minus 12. 130er. Ja, so. Für Lebensrüstung und Helm ausgegeben. Du hast irgendwie viel zu viel Kohle, Xan. In meinem Run habe ich irgendwie nicht so viel Kohle. Wir sind bei Tag 100 angekommen. Crown Takers. Aha, da gibt's eine andere. Da war eine andere Söldnertruppe. Die sieht man echt selten, finde ich. Tanval. Wie viel brauchen wir pro Tag an Münzen? 251. Du spielst auch Veteran Economy. Ich spiele nur auf Veteran Battles. Okay. Orc Marauders, 9 Stück, aber hier ist ja alles. Also. Crusader from Ancient City, from the North, okay. Ach, okay, dann dürfen wir nicht mitmachen, oder? Dürfen wir mitmachen? Ich würde gerne mitmachen. So viel Party wie hier ist? 18 gegen 1? Gegen 9? Gegen 1 wäre auch gut. Warte das mal kurz. Oh, ihr kommt zu uns. Moment, sind das meine 18? Nee, das sind doch noch mehr, oder? Did I do a little oopsie? Maybe I did a little oopsie, oder die waren gerade fertig mit fighten. Echo.
Wir müssen mit dem hier runter, um hier den High Ground zu verteidigen. Deswegen geht der Gummi 1 vor. Und die sind auf jeden Fall nächste Runde am Chargen. Ach, Egon haben wir. Ja, lol. Egon haben wir da gar nicht benannt. Mal sehen, ob Egon das überlebt. Mal sehen, ob Egon das überlebt. Ich werde mich nicht hier hinstellen. Nicht so gerne. Aber ich kann werfen, oder? Nee, kann ich nicht. Minus 2 Vision. Das ist jetzt wirklich jetzt doof. So, der kann halt wirklich genau 2 weit gucken. Durch den neuen Helm. Aber der Helm minus, das ist natürlich dumm, ihm den das 3 Vision zu geben bei einem Werfer. Das könnte er nämlich dahin werfen. Er sieht die einfach nicht. Er sieht die einfach gerade nicht. Ich will meine Rangies eigentlich da oben hinpacken. Du gehst mal hier unten mit hin, Sacred. 57. Kannst du noch warten? Nee, kannst du nicht. Dann schießen wir jetzt. Und treffen natürlich nicht. Damit treffen wir aber. Nice. Wenn wir laufen, haben wir genau 1 AP zu wenig. Nee, 2 AP zu wenig. Zum Nachladen. Es geht genau auf. Geh doch. Ach, geh doch weg, Junge. Au? Ich dachte, wir sind irgendwie in einem Kampf mit den Milizias drin, aber wir durften in den Milizierkampf, glaube ich, nicht rein. Ich glaube, es sind wirklich nur unsere Leute und ihre Leute. Du wartest mal, bis sie rankommen, würde ich sagen. Damit wir mehr treffen können. Hallo. No! Wieder ein 74er nicht gehittet, ne? Schon wieder so ein Ding. Das Gefühl, hier unten geht's gleich richtig rund. Ist nur so ein Gefühl. Du wartest nochmal, Xan? Egon ist dabei. Egon ist dabei. Nice. Bin zum Glück gerade weggegangen, dass der nicht zu uns kommt. Ich habe leider ein ziemlich großes Loch in der Verteidigung. Für meinen Geschmack. Sehr schön. Orkian killen. Damit er nicht mehr so viel tun kann. Au! Oh, der greift jetzt an. Ja, wollte gerade sagen, der geht jetzt da rein. ja, gut. 80, 80. Ist dann irgendwie auch wurscht, wen wir gehen, oder? Wir machen halt keinen Damage mit Rotfeder. Das ist ein Problem. Au, jetzt schneiden sie mich hier auf. Jetzt schneiden sie mich auf hier.
Und das ist echt ein Problem hier unten. Da sterben meine Leute wieder. No. Das mag ich nicht. Mag's nicht, wenn meine Leute sterben. Der Tilux, zu Hilfe! Ich glaube, es stirbt hier mindestens einer, wenn nicht zwei da unten. Nope, irgendwie ist die Kanone nicht so geil. Sagen wir das mal so. Mir hat die Armbrust besser gefallen. Da ist jemand tot. Und da ist mein Schild weg. Da haben wir die erwähnte Problematik. 54. Let's do it. Puh. Den kann ich nicht angreifen. Au. Au. Den overwhelmen wir mal. Autsch. Und noch einer tot. Ja, ich glaube, dieser Kampf, den werden wir nochmal neu starten müssen. Also heute ist irgendwie Tag des Neustarts. Das ist, und die Kanone ist ein absoluter Shit. Haben wieder zwei verloren. Ich brauch's eigentlich nicht weiterspielen. Ich will die Kanone nicht haben. Ich will die Kanone nicht haben. Ich werde sie verkaufen. Also die macht nicht genug Damage für das, was sie trifft. Für das bisschen. Jetzt die Armbrust verkauft? Nein. Holz. So. Also das Fiese ist, hier sind nur noch die Trading-Karawane und die Milizia, die hier gerade noch war, ist schon gestorben. Wo wir eigentlich helfen wollten. Das wäre so viel einfacher gewesen. Und das Gegenlicht von Fenster hilft mir irgendwie auch nicht. Hört mich heute. Wir haben den Highground, oder? Ja, wir haben zum großen Teil den Highground. Never mind. Deko ist eins davon gelaufen. Wir müssen hier ein bisschen eng machen, wo wir den Highground für uns beanspruchen können. Würde ich sagen. Entsprechend hätte vielleicht Xan lieber hier vorne reinstellen sollen statt Deko. Schlecht. Oder nicht optimal, sag ich mal so. Heute bin ich irgendwie nicht richtig da. Heute bin ich nicht so richtig da. Aber du musst auf jeden Fall hier hoch, damit du noch werfen kannst. Aber man, die werfen ja auch, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Dahin kommen wir nicht, ne? Okay, dann bleib mal da stehen. Mach mal direkt als erstes nochmal einen Schuss. Ich hoffe, dass sie direkt noch einen Hit reinkriegen. Schade. Das Adrenalin mit Overwhelm ist, glaube ich, eine gute Kombo, ehrlich gesagt. Super. Das ist gut. Wenn ihr euch da hinstellt. Okay, der geht weg. Das ist ja spannend.
Und den unten da mal abstechen. Weiß nicht, ob Rotfeder nicht inzwischen auch eine andere Waffe nehmen könnte. Hätte ich hier reingehen und angreifen, auch mit Deko. Einfach um den Platz hier einzunehmen. So, oben ist gut auf High Initiative Ranged Charakteren. Ja, auch, aber so habe ich halt nicht geskillt bisher. Kann darauf auch gut sein, klar. ...78. Wollte nur 100. Fuck you. Geht doch. Danke, einer raus. Noch einer raus. Also ja, das Overwhelm habe ich gesehen bei den Nomaden, dass das eine ziemlich eklige Kombi ist mit dem AOE-Overwhelm. Ist das sehr, sehr unangenehm. 42. Uff. Das sieht aber nicht gut aus mit unseren Hit-Chances hier. Au. Ja, scheiße, ich darf nicht mit unseren Schwachen vorgehen. Das war jetzt halt Deko, der ist, glaube ich, gleich wieder tot. Ach. Oh, der ist schon mal overwhelmed. Der sollte nicht allzu viel treffen. Schmeiß den mal weg von Deko. Egon war ja auch ein neuer. Ach du Scheibenkleister. Egon war doch auch ein neuer. Und der trifft nicht mal. Als ob du jetzt ein Schild hast. Ein bisschen viel gestunt, ehrlich gesagt, von den Jungs. Na, den kann ich nicht. Ich kann nur den da. Muss ich mal wirklich wegstoßen und mich hier reinstellen. Hallo. Okay. Das ist alles nicht optimal. Okay, der hat keinen Bock mehr, das ist sehr gut. Dann sollten wir mal hier helfen, dass wir hier pieksen können. Leute aufwecken geht auch irgendwie auch nicht, oder? Den will ich gar nicht umbringen aktuell. Weil der mir Deckung gibt. Zweifel. Daher können wir, glaube ich, mit dir mal auf Nahkampf gehen und dann hier mit reinlaufen. Schöner Hit. Schöner Hit, Sacred. Ich brauch dich einfach weiterhin. Du rennst auch. Das ist ziemlich nice. Ja, und euch will ich eigentlich nicht versuchen anzuschießen, ehrlich gesagt. Wir warten mal ein bisschen ab. Was hier passiert, wenn die Leute anfangen zu laufen oder so. Weil die nehmen halt den Platz weg, wo die Leute hinlaufen könnten, die Gegner. 73, 73. Kann ich auch dich treffen und overwhelm. Und du hast eine bessere Hitchance da oben sonst. Einfach mal hier rein. Mit Sono. Was wieder ein Schild weg. Das ist schlecht. No! Der hat gerade mein Living Dingens Schild zerstört. Das ist natürlich sehr unangenehm. Hallo. Der hat einfach mein Living Spirit Shield oder was das ist, da zerstört. Ey, das ist Kacke. Würde ich ja mal sagen. Knockback. Schade. Dann halt so zuhauen. Sehr schön. 95 und irgendeinen Armbruch.
Und du läufst nicht weg, das ist sehr schön. Hier kann ich glaube ich noch einen Step reinmachen, um den hier einzugeben oder dem. Du bist gefährlicher, deswegen dir. Kannst nur laufen. So, du bist dran. 78, sehr schön, der rennt auch. Damit ist Deko schon wieder tot. Trotz Höhenvorteil. Ich hab halt. Jetzt hat immer die falschen Leute in die Frontline. In die mittlere vor allen Dingen. Den Fehler mache ich immer wieder. Immer wieder den gleichen Fehler. Kann ich nicht mehr attacken. Dann hier Rally. Den kann ich gar nicht angreifen. Nur den angreifen. Der rennt auch, sehr schön. Danjuschka. Du musst mal hier hin, damit du nicht so nah angreifen kannst. Hat er gerade Mama gerufen? Mama! Hab ich zumindest verstanden. Schade. 45% Chance. Laufen wir mal hier rum, um den dann von hinten anzugehen. Jetzt kommen die Karawanenleute plötzlich rein. Ach so, natürlich. So, nur mal den platt gemacht. Biegst mal ihm nochmal von hinten rein. Den treffen wir leider nicht. Juhu. Ich dürfe nicht attacken, aus Gründen. Okay, du rennst auch, sehr schön. Dann müssen wir sie nur nach und nach platt machen. So. Ja, Deko, also, I'm sorry. Habe ich nicht gut gemacht. Einfach nicht gut gemacht. Und Deko hatte, glaube ich, sogar gar nicht so eine schlechte Ausrüstung. Und wir kriegen den Helm anscheinend wieder und das Schwert von ihm. Oh, und Pilze. Strange Mushrooms. Strange Mushrooms that have anyone chewing them enter a trance-like state of rage where they don't feel any pain and exhibit significantly increased aggression. Reach responsibly last for the next battle. Damage in melee, minus melee defense, minus... Okay, no moral checks triggered upon losing hit points. Aha. Okay. Sachen sind halt relativ viel wert von den Orks. Wir hatten ein paar Level-Ups. Von den Leuten, die noch verbleiben. Plus 5. Beiden. Plus 3 Defense. Ein bisschen Defense wäre schon ganz gut. Hat halt super wenig... ja, er hat noch nicht mal eine Melee-Spezifikation. Er hat aber auch nur 58 Initiative, der war oben im Quatsch. Könnt ihm Shield-Expert geben, dann könnte er mehr shielden. Wir wollen ja, glaube ich, doch wieder den anderen Helm geben, damit du weiter werfen kannst. Würde ich sagen. Wir müssen den dicken Helm jemand anderen andrehen. Brawny hat, zum Beispiel Satilux. Den dicken Helm. Na, dann kannst du der hier, du kriegst den. So, was für ein Perk geben wir dir? Brawny hast du. Underdog. Dodge ist Quatsch. Wie gesagt, die Initiative ist dafür nicht hoch genug, meiner Meinung nach.
Giftet vielleicht oder halt eine Spezialisierung. Da müssen wir aber festlegen, auf was du gehst. Du hast die ganze Zeit Schwerter dabei. Frage ist, ob ich noch mehr auf Schwerter gehen will oder ob du nicht genug hast für Äxte inzwischen mal oder für die Military Pick. Ich habe halt wenig Optionen. 5 extra Fatigue. Genau. Wir können die Sachen trotzdem reparieren, weil die relativ wertvoll sind. Was für ein Skill will ich dir geben? Underdog ist eigentlich auch ganz geil, weil du dann mittendrin stehen kannst und keinen Abzug kriegst, wenn sie dir zu nahe kommen. Und so wie ich das sehe, wirst du einer sein, der ziemlich mittendrin steht. Von daher kriegst du jetzt mal Underdog. So, und Sono. Kriegt wahrscheinlich plus HP. Was wollen wir denn mit ihm erreichen? Defense wahrscheinlich. Ah, Resolve. Resolve oder HP? Ja, Resolve ist eher das Problem, dass die bei mir das brechen. Puh, Frage ist, ob ich mit dir auf Nimble gehe, weil du Melee Defense einen Stern hast. Und da schon 12. Haben wir also ganz gut mitgenommen. Können wir auf Dodge und Nimble gehen? Initiative mit 70 relativ hoch. Obwohl er halt schon ganz gut Rüstung anhat. HP, muss man halt mehr HP leveln. Gib ihm jetzt Dodge. Ja. Mal gucken. You're sitting in your tent and flipping a quill pen open. Your fingers are so ascribed doing it, but you can't figure out how he did it so fast without dropping the damn thing. Flipping a quill pen. Even a breeze carries out from your shuffling fingers. Rotfield shakes his head. Will we ever financially recover from this? Then look up. You'd hope the man would keep it together and not fret over losses. But given a whole series of recent events, the company almost seems on a precipice of incurring irreversible damage. Morale is low, the treasury is low, but even if you had the monies, it seems like many might not even wish to join the company anyway, given its lousy performance. Just then, a Celsus enter your camp with 3 men in tow. The man in front introduces himself, then makes his case. We knew of the White Ravens for its reputation, and we marched far to see it for ourselves. Now, if I may speak honestly, you all seem beat to hell. Not all like the story spoke of. But shite, we know this world is hard on people, and the only thing to do is make hay of it. We didn't walk all this way to get upset a little, you know. The men offer their silver without upfront hiring costs. And not only this, but the rest of the company is emboldened by the fact that the world still thinks highly of them and their efforts. Okay, welcome aboard, I guess. Lass uns mal gucken, was wir hier von Dudes gekriegt haben. Elmer, Egon hatten wir schon. Elmer ist dazugekommen. Caravan Hand, Fearless. Hat Max Roll HP, ganz gute Fatigue. Ja, kann man was mit anfangen, theoretisch. Und ihr beiden seid's noch, ne? Bist ein Händler. Ein Händler. Nee. Das sind auch richtig keine so geilen Stats, muss ich mal so sagen. Resolve, Cocky. Nee. Nee, danke. Und bei dir will ich dich wirklich haben. Das Karawanenhand. Da habe ich noch ein paar andere, oder?
Ja, ich habe noch Jean aufs Karawanenhand auf jeden Fall. Vieles ist natürlich ganz nett, aber alles andere ist nur so Durchschnitt. Ich glaube, ich will dich nicht haben. Ich glaube, ich will dich doch nicht haben. Wir müssen halt in Tannwald ankommen innerhalb des nächsten Tages. Dann noch können wir bezahlen, aber ab jetzt, innerhalb der nächsten 24 Stunden, müssen wir in Tannwald ankommen. Wir haben auch fast keine Tools und Supplies mehr. Puh. Wir ganz schön, wir fahren, müssen aber noch durch den Sumpf. Das wird knapp. Das schaffen wir nicht. Schaffen wir einfach nicht. Wenn es jemand geht, haben wir, das ist richtig sucky suck. Riggins, aha. Minus 179. Wir kommen an. Wir haben noch Crowns gekriegt, aber wahrscheinlich ist es die Laune wieder shit, ne? Did not get paid, ja. Genau, das ist nämlich das Problem. Genau das ist nämlich das Problem. Müssen wir kurz auf Tag warten. Dann müssen wir gucken, ob wir hier Sachen verkaufen können. Oder kaufen überhaupt. Wie ist denn hier der Preis? Preis ist 14. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist schlecht. Dass wir so einen miesen Preis hier auch noch haben, da wo wir verkaufen müssen eigentlich. Puh. Vor allem, weil wir so viel Zeug mit haben. Müssen wir halt den Kleinkram verkaufen, den wir nicht wirklich brauchen. Hier sowas. Um einfach ein bisschen Platz zu schaffen. Würde ich sagen. Jetzt haben wir wieder 85 von 99. Marketplace. Oh, hier ist es aber günstig, Tools zu kaufen. Ist alles super günstig einzukaufen. Holy shit. Ja. Hier ist billig, das Einkaufen. Ein Grund dafür? Nö, eigentlich nicht. Ein Tannwald ist einfach billig einzukaufen. Okay. Do you know what a green skin does when it gets hands on an infant? The guard in the corner shrugs. You address the question. Yes. The nomad nods himself to speak. The horde of them terrorizing Westerholz. Aha. Es sind schon wieder Orks. Orks in Westerholz. Oh, das müssen wir das nächste Mal entscheiden, ob wir das annehmen wollen. Wir speichern jetzt erstmal die Kampagne.